So, da. Gut. Was ich so beeindruckend an der Engine finde, ist grundsätzlich, dass man, wie man gesehen hat, so viele verschiedene Sachen machen kann. Nicht nur vom Spiele, sondern halt auch Filme. Und sicher, das sind waren jetzt unglaublich große Teams von unglaublich großen Firmen. Aber es funktioniert einfach relativ schnell, kommt man relativ weit mit der Engine. Wir werden aber halt mit den ganzen Basics anfangen, von Materialien zu Lichter zur Bildwahr-Einführung von Blueprints. Frage mal grundsätzlich in die Runde, was seid ihr jetzt gerade? MTD wahrscheinlich, alle miteinander, welcher Jahrgang? Drittes Semester, viertes Semester, fünftes? Drittes. Okay, so Hälfte, gut, okay. So wird's eh. Wahrscheinlich hauptsächlich mit Unity bis jetzt ein bisschen was gemacht haben. Habt schon Kurse gehabt, vermute ich mal. Okay, bisschen. Schauen wir mal. So, da gehen wir mal über ein paar von den verschiedenen Features von der Engine. Ist physically based rendered, wie Unity auch oder wie es in Maya funktioniert. Grundsätzlich, man kann Materialien erstellen. In die Materialien kann man Roughness und Metal Maps initiieren und kann so halt sehr akkurates Rendering für realistische Spielestile zusammenbringen. Wir werden uns gemeinsam anschauen, wie man Materialien bauen kann. Relativ was Einfaches, und ich werde euch nur ein paar Tutorials online zeigen, wo man sich komplexere Sachen anschauen kann, wo Leute ganz coole Sachen gemacht haben. Genau. Es gibt in der Unreal Engine zwei verschiedene Partikelsysteme. Eins heißt Cascade, das funktioniert relativ ähnlich wie das in Unity. Das können wir gemeinsam einen Blick drüber werfen später noch. Das Neiche, was wir jetzt haben, mittlerweile Niagara, das ist jetzt gerade rausgekommen. Es kommen relativ viele neue Sachen raus. Sie haben eben, sie entwickeln für andere Spiele, unter anderem eben auch Fortnite, verschiedene Tools, und nach ziehen sie die ganzen Features, die es in die, die es in andere Spiele haben, auch in die Engine-Nummer. Das ist auch ein riesiger Vorteil, was ich finde an Epic. Was generell machen ist, dass eine Engine weiterentwickeln, andere Spiele entwickeln, sie arbeiten mit einer Engine selber, und man merkt es auch wirklich, wenn man mit der Engine arbeitet, wie gut man eigentlich damit arbeiten kann und wie wenig Probleme, also wie sehr, sehr gut es selber auch testen, das Ganze. Open Worlds ist ein großer Teil von Erna. Sie haben Landscape-Tools, sie haben verschiedene Foliage-Tools, man kann das Ganze, die Foliage, also Bäume, Büsche und so weiter, alles prozedural spawnen, und ein bisschen in dem Bereich wird eher der Johannes am Donnerstag und Freitag eingehen und mit euch ein Landscape machen, da haben wir Tierwelt dafür machen, dass man zum Beispiel Wege malen kann, also verschiedene rundum groß hat und dann einen Dirt, also Weg zum Beispiel einzeichnen kann. Genau. Post-Processing wird auch wahrscheinlich mit euch nur im Zuge von den Cutscenes anschauen. Funktioniert recht einfach, werden wir es in der ersten Szene, die wir sie gemeinsam anschauen, auch kurz einmal anschauen. Was man da alles verstehen kann, ist sehr artist-freundlich. Man hat einfach ein paar verschiedene Regler, mit denen man das alles einstellen kann. Genau. Und eins, okay, Physics Engine. Generell funktioniert Unreal mit Physics X, das für die Schwerkraft, wenn man Objekte umeinander schießt. Sie arbeiten jetzt gerade nur an einer zweiten Physikimplementierung, nämlich Chaos. Mit dem kann man dann riesige physische, also zum Beispiel Häuser, Hochhäuser zusammenfallen lassen. Wenn man es vielleicht aus den früheren Battlefield-Trailer, wo man so komplette Weltzerstörung hat und so weiter, wo es halt EA oder DICE, was ist, Jana Frost, irgendwie Engine auf jeden Fall, war es halt früher proprietär, hat keiner Zugriff gehabt. Mittlerweile kommt so den Unreal Engine, jetzt kann man es relativ leicht selber so World Scale Destruction machen. Genau, und was ich mir am Wochenende noch angeschaut habe, war Raytracing, was irgendwie ein bisschen ein Beispiel ist für generell, wie gut und wie einfach die Features und released werden von der Engine.
wirklich in die Optionen ein Hackerl setzen und man hat Raytracing aktiviert mit also ATX, dass man die Reflexionen und alles hat. Und das ist ein bisschen ein Beispiel für, wie gut eigentlich die meisten von den Features von der Engine funktionieren. Man muss wirklich nur ein Hackerl setzen und es funktioniert die meiste Zeit. Und das mag ich wahnsinnig gerne an der Engine. Genau. Jetzt werden wir uns einmal in Launcher gemeinsam anschauen. Wenn du auf dem Laptop arbeitest, dann funktioniert es auf jeden Fall. Wenn du auf die Stand-PC startet, müsst ihr euch vielleicht einloggen mit einem Anmeldeaccount. Müsst ihr nicht unbedingt. Ich werde grundsätzlich alles am Beamer vorzeigen, was man machen kann. Aber am Laptop könnt ihr grundsätzlich mitschauen, wenn ihr wollt. Brauchen wir spezielle Engine-Version? 4.25, es ist eh am PC grundsätzlich installiert. Ich werde euch auch gleich zwei USB-Sticks geben. Da könnt ihr euch, da ist ein Folder oben auf beide. Da ist ein Folder oben auf beide, der heißt Copy. Da ist ein Anwendprojekt drinnen und ein Assets-Folder, die wir später brauchen werden, und den Rest habt ihr eigentlich alles schon installiert am PC. Genau. Falls du eine ältere Version hast, ist auch nicht tragisch. Es ist halt die Demo-Szene, die habe ich jetzt nicht mehr umgesetzt. Ja, okay, passt. Und die So, dann. Ja. Das ist ein Kraut. Es ist, glaube ich, nicht mit dem Launcher verlinkt, weil das, was so mit automatisch am PC spielen geht, das nicht so einfach von der IT anscheinend. Genau. Okay. Grundsätzlich, wenn man einen Launcher runterlädt, sieht man, sie haben mehrere Sachen mittlerweile im Launcher. Früher war es nur Unreal Engine, aber dadurch, dass sie jetzt mittlerweile einen Store haben, haben wir ein bisschen mehr Punkte dazu gekriegt. Aber für uns ist eigentlich nicht der Unreal Engine-Punkt wichtig. Da sind andere Newsartikel, im Learn sind generell ein paar verschiedene Unterlagen von verschiedenen Tutorials zum Anschauen. Hi. Genau. Und im Library-Tab kann man verschiedene Engine-Versionen runterladen. Wir haben jetzt aktuell 4.25.3, ist gerade die neueste. Genau. Zusätzlich haben sie einen Asset Store, wie man sieht, schon einige verschiedene Asset Store unten, die man sie alle kaufen kann. Sie haben einen Marketplace, wo man verschiedene Plugins runterladen kann und kaufen kann. Was ich da sagen will, was relativ cool ist, sie haben jetzt seit, ich glaube, mittlerweile fast 2 Jahre jedes Monat gratis Content, was quasi free for the month ist, wo es verschiedene Packages haben,
die quasi um 100% reduziert sind, wenn man sie die einmal holt, kennen die für immer. Die sind vor allem ganz cool, manche sind irgendwelche Texturen, irgendwelche Models oder so weiter, aber sie haben auch ganz oft irgendwelche verschiedene Implement, zum Beispiel da ist eins, das Interaktion mit Wasser, wenn man durch die Gegend rennt, hat man zum Beispiel Wasser, das auf den Player reagiert, sind vor allem ganz interessant zum Anschauen für, wie das wer implementiert hat, wie das funktioniert, da kann man sich anschauen und funktioniert eben alles gratis. Genau. Und genau, Quixel schauen wir sie später an. Passt. Dann. Dadurch, dass auf die Stamm-PCs, das zeige ich da, oder? Genau. Echo Engine liegt unter dem Pfad auf die Stamm-PCs, wo es mit der Exekinste starten. Ohne den Launcher braucht es nicht unbedingt starten. Genau. Wenn ich generell irgendwo schnell bin oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schießt es einfach raus. Wenn du einmal doppelklickst, dann braucht man nicht mehr, bis das so. Dann starte das da einmal. Mach das dann zu. So. So, dann machen wir mal da rum.
Schatz, was mir das wichtig ist, dass er schon gleich irgendwer hat. Genau. Das wird es dann alle machen. Ja, das haben wir. Wie schaut es da aus, wenn man das wichtig ist, dass der schon. Alle, bei das rennt, können grundsätzlich schon mal auf More drucken da rechts und dann kommt das irgendwo aus. Dann kann man schon mal das Projekt auswählen, das von mir kopiert habt, das Realistic Rendering. Thank you.
Welches da ist zu? So, da. Gut. Bei den meisten hast du fertig kompiliert. Merkt man, dass die Steuerung ganz intuitiv ist. Gut, schauen wir nochmal gemeinsam. Das ist eine von mehreren Demoszenen, die es jetzt schon ein paar Jahre gibt, wo es Realtime-Render wegen herzeigen. Wir haben in der Mitte einen Viewport, mit dem quasi die Wörter schauen können. Wenn man die rechte Maustaste drückt, kann man mit WASD umeinander fahren. Und mit E und Q kann man nach oben und nach unten fahren. Genau. Wenn man, währenddem man die rechte Maustaste drückt hat und umeinander fährt mit dem Scrollrad nach oben oder nach unten dreht, kann man die Geschwindigkeit von der Kamera verändern, mit der man fährt. Also man kann entweder recht langsam fahren oder recht schnell. Das ist recht bequem. Rechts oben gibt es auch nochmal ähnliche Einstellungen, mit der man generell den Kameraspeed nach oben und nach unten dran kann. Ich mache es aber meistens eigentlich mit dem Mausrad, weil es am einfachsten ist. Genau. Sie haben auch eine Meyer-ähnliche Steuerung. Wenn man Objekte anklickt und F drückt, fokussiert man es. Mit Alt und der linken, währenddessen man Alt hält und der linken Maustasten kann man dann rundum und um rotieren. Und mit der rechten Maustasten kann man hin und weg zoomen. Genau. So weit zum Viewport. Wenn man ein Objekt angeklickt hat, sieht man da den Gizmo. Ist wie in den meisten anderen 3D-Programmen, dass man ein Movement. Checkt man das vielleicht auf Move. Ihr könnt irgendein Objekt auswählen und umeinander ziehen. Wenn ihr das auswärts mit, ihr habt es rechts oben im Viewport, könnt ihr zwischen die verschiedenen Tools umschalten, zwischen Movement, Rotation oder Skalierung. Das sind die Shortcuts sind W, E und R auf der Tastatur. Also ähnlich zu den meisten 3D-Programmen. Daneben hat man das Grid, und also das Snapping. Man kann auf verschiedene Größen snappen. Generell die Maßeinheit in Unreal ist Zentimeter. Das heißt, da unten, wenn wir um 1 verschieben wir quasi um 1 Zentimeter. Oder in dem Fall mit dem Snapping um 10 Zentimeter. Genau. Ist das in Englisch noch so? Ah ja, es ist generell immer Zentimeter. Genau, Unity im Vergleich dazu hat Meter. Genau. Ganz sprachunabhängig. Genau. Ja. Genau. Dann. Unten sieht man den Content Browser. So schaut er standardmäßig aus. Man kann da links auf Show or Hide the Source Panel drücken. Da kriegt man dann noch so eine Explorer-mäßige View, wo man dann, also so eine Tree View quasi, wo man sich dann durch die Folder durchklicken kann. Habe ich eigentlich immer offen. Man sieht da zum Beispiel den Archlist, das sind die ganzen Sachen von dem Level drinnen, die Visualis, also die Bilder und so weiter halt. Genau, und bei den Blueprints Folder sind die ganzen Sachen, was programmiert worden sind, drinnen. Man kann da genau so umeinander navigieren und rechts sieht man dann die ganzen Dateien. Genau. Rechts oben, warte mal, das schaut ja gleich aus. Na, schon, bei mir das gleich aus, schaut wie bei euch.
Rechts oben haben wir einen World Outliner, wo wenn wir ein Objekt in der Welt selektieren, selektiert er an das auch da. Man hat da alle Objekte von dem Level drinnen, man kann da auch Ordner herinnen erstellen und Sachen zusammenkopieren. Wenn man will, zum Beispiel die ganzen Objekte zum Beispiel von irgendeinem Raum oder von irgendwas, damit man irgendwie ein bisschen Ordnung hat. Genau, sie haben da alles in einem Ding, in einer hier, also in einer Ebene. Wenn man dann ein Objekt anklickt, sieht man rechts drunter das Detail-Panel. Dort zeigt er einerseits ein View mit den ganzen Komponenten aus. Jedes Objekt in der Welt ist ein Actor und ein Actor kann mehrere Komponenten haben. Dort habe ich zum Beispiel einen Static Mesh Actor selektiert. Der hat eine Static Mesh Komponente, die quasi dafür zuständig ist, dass es ein Objekt rendert. Da kann man den Mesh setzen und das Material, mit dem das gerendert wird. Und man hat eben die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, wo man sagt, okay, möchte ich die Physik aktivieren oder möchte ich irgendwelche Collision-Einstellungen umstellen. Sind immer da. Genau. Jetzt können wir uns vielleicht gemeinsam anschauen, wie man Material macht. Wir können, wenn man den Content-Folder selektiert, kann man mit Rechtsklick einen neuen Folder erstellen, können wir Materials nennen. Genau. Wenn man dann Rechtsklick macht, kann man neue Assets erstellen. Da sieht man alle verschiedenen Asset-Typen, die es gibt, die beliebt, also die, was man öfter verwendet, sind da oben, und unten gibt es dann verschiedene Kategorien, wo dann gruppiert ist, zum Beispiel Blueprints, alles was irgendwie mit Blueprints zum Teil hat. Blueprint ist die visuelle Scripting-Sprache von Unreal. Man kann eben entweder in C++ was implementieren oder in Blueprint. Dadurch, dass die meisten Leute sich aber eher ein bisschen schwer dann mit C++, haben sie Blueprints dazu gemacht. Sie sind super angenehm zum Implementieren und man kann auch super schnell iterieren über verschiedene Sachen. Wir werden uns nachher gemeinsam nur genauer anschauen. Genau, aber jetzt das erste, machen wir mal ein Material. Das können wir mal. Wir nennen mal es m_bowl. Von den Namensgebungen her, es gibt online ein paar verschiedene Naming Conventions, wie man Sachen nennen kann. Dadurch, dass wenn man zum Beispiel da so ein Static Mesh hat, ein Bowl, den man halt modelliert hat in Maya, kann man den dann da rein importieren in die Engine, dann kommt man das Bowl nennen und ein Material dazu machen, das Bowl heißt. Das Ding ist aber, dadurch, dass die ganzen Assets, kann ich nur sagen, wenn man im Explorer Server, wieso geht das nicht? Schauen wir mal, schau in Explorer. Genau. Und du als Maya-File oder ist das ein Object oder ein FBX? Man braucht ein FBX oder Object oder sowas in die Richtung. Also man muss exportieren aus Maya und kannst dann einfach einziehen in Unreal. Und es geht eigentlich immer alles über den Content Browser da unten. Das heißt, man drag and drop die FBX in den Content Browser rein, dann macht er Fenster auf, das werden wir dann später nochmal gemeinsam anschauen. Und dann importiert er an das. Und er erstellt dann da im Unreal Folder drinnen so ein U-Asset. Und egal was man importiert, ob das ein Text so ist, ob das ein Material ist, ob das ein FBX ist, es wird immer ein U-Asset. Darum braucht man irgendwas, mit dem man das unterscheidet, weil sonst ich präfix die Materialien immer mit m_, weil sonst hätte man lauter, also würde im Explorer quasi füreinander kommen, weil sie die denselben Namen haben. Genau. Wenn wir das Material erstellt haben, können wir da drauf doppelklicken. Dann macht er das auch. Generelles Ding in Unreal, was in Unity ein bisschen anders ist, er hat eigentlich für so ziemlich alles, macht dann ein eigenes Fenster auf. Das heißt, man hat dann ein zweites Fenster. Ich habe das übrigens so aufgesetzt, wenn ich meine Maus da hin und her bewege, links und rechts, dann wechselt er quasi zwischen die zwei Bildschirme.
damit am Stream auch alle das sehen. Genau. Wenn ihr das Material aufmacht, dann seht ihr da mal grundsätzlich den Note. Man sieht, man hat einen Base Color, man hat Metallic, man hat Roughness, das sind so die wichtigen für den Physical Placed Rendering. Wir können da herinnen. Wenn man mit Rechtsklick drückt, kriegt man da ein Kontextmenü und man hat da drinnen die ganzen Nodes, die man kreieren kann. Man kann da zum Beispiel Vektor 3 oder ich glaube andersrum, Constant Vektor 3. Wenn man den da erstellt, kann man den zum Beispiel da in die Base Color reinziehen. Wenn man dann also nichts geändert, das ist nur immer schwarz. Wenn man dann links unten schaut, haben wir wieder ein Details Panel, wo wir den Node quasi konfigurieren können. Wenn wir da jetzt zum Beispiel oder eine dann updatet sie zusätzlich dazu links oben die Preview. Da kann man auch verschiedene Objekte auswählen oder Mesh auswählen aus dem Browser, aber es reicht dabei, wenn man da die Kugel an, bei der man das sehen, die Farbe. Wenn wir Apply drücken, dann kompiliert das nochmal. Genau. Jetzt können wir, wenn wir wieder zurückschauen, im normalen Editor, wenn wir da zum Beispiel die Schüssel da auswählen, können wir sehen, im Details Panel, die Schüssel besteht aus einem Static Mesh, der quasi die Form vorgibt und unten ein Material. Wenn wir jetzt unser Bowl Material da drauf ziehen, wird die Schüssel rot. Genau. Genau. Dann können wir wieder zurückschauen in unser Material View. Es gibt generell ein paar praktische Keybindings. Ich verwende relativ selten eigentlich das Rechtsklick-Menü. Wenn man zum Beispiel 1 druckt hat und links klickt, macht man einen Vektor 1. Wenn man 2 druckt hat, einen Vektor 2. Und wenn man 3 druckt hat und klickt, einen Vektor 3. Das sind auch die, was man relativ oft braucht. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Vektor 1 nimmt, kann man den in den Metallic Channel connecten und nur einen Vektor 1 in den Roughness Channel. Jetzt kann man zum Beispiel, jetzt ist 0 heißt, das ist quasi 0% Metallic, 1 ist, es ist zu 100% Metallic. Es gibt eigentlich kaum Materialien, bei denen es irgendwo dazwischen ist, es ist fast immer 0 oder 1 bei Metallic Sachen. Und bei der Roughness ist halt hauptsächlich schon zwischendrin und irgendwelche Werte haben. Und wenn wir den Slider da jetzt nach links oder rechts ziehen, muss er neu kompilieren und dann sieht man, okay, die Roughness wird immer, es wird immer waffer, das Material, immer rauer. Genau. Das ist es aber eigentlich gar nicht so responsive, weil jedes Mal, wenn man da den Wert umändert, muss er das Material neu kompilieren. Für das gibt es dann, wenn man Rechtsklick auf so einen Wert drauf macht, kann man den zu einem Parameter konvertieren. Und den können wir zum Beispiel jetzt Roughness nennen. Genau. Und genau. Materialien könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie die Konfiguration vom Shader, wo man mit verschiedenen Nodes Sachen zusammen so ein Material quasi konfigurieren kann. Wenn wir jetzt wieder zurückgängen in den Content Browser, also in die Viewer, kann man rechtsklicken auf so ein Material und kann eine Material Instance erstellen. Da kann man dann quasi damit Variationen von dem Material erstellen. Und das Coole an dem ist, wenn wir bei dem drinnen haben wir die Nodes zusammengezogen und das da, wenn wir das aufmachen, sieht man quasi, man hat da so ein View und man kann die Sachen, die man vorher mit einem Parameter
bereitgestellt haben, also markiert haben, kann man da jetzt einfach so mit einem Slider hin und her ziehen. Genau. Und das macht es relativ cool, wenn man das jetzt, kann man statt dem Material, was wir vorher da drauf ziehen haben, können wir jetzt die Material Instance drauf ziehen. Und jetzt funktioniert es, wenn man, jetzt zeige ich das am besten, wenn ich das da habe, updatet das live in der, im Viewport. So kann man relativ schnell verschiedene Materialien testen. Warum muss ich das nicht so lange berechnen mit der Instanz, was er vorher schon berechnen muss? Vorher, wenn er da die ganzen Nodes hat, muss er quasi einen Shader kompilieren. Da rennt unter der Haube relativ viel ab, wo er da dann verschiedene Versionen kompiliert. Wenn er die Material Instance hat, weiß er quasi, dass er nicht einen Parameter eingeben muss. Also quasi ruft er nur die Funktion auf mit anderen Werten. Genau. Genau. So. Das ist ein relativ einfaches Material. Man kann super komplizierte Sachen damit machen. Wir können uns vielleicht schauen wir mal, wenn wir das Material auf anklicken, den Node, können wir links unten den Blend-Mode umstellen. Wenn wir da auf Translucent umstellen, kriegen wir ein transparentes Material, davon brauchen wir dann die Roughness- und Metallic-Werte nicht mehr, aber wir kriegen dadurch einen Opacity-Channel dazu. Und wenn wir da jetzt wieder einen Vektor 1 einhängen, genau, weil vielleicht noch, sagen Sie, genau. Man kann, wenn man Nodes erstellt, wird es mittlerweile schon drauf gekommen sein, die einfach so connecten mit Drag and Drop. Wenn man Alt gedrückt hat und auf eine Node drauf drückt, dann kann man es disconnecten. Da könnt ihr zum Beispiel die Roughness und den Metallic Channel abhängen. Genau. Und mit Control kann man eine Linie verzieren. Dass man es woanders einhängt. Genau. Jetzt hängen wir da mal was in die Opacity. Und wenn wir da auf 50% dran, kompiliert er wieder. Schauen wir mal. Dann kriegt es da Transparenz. Bitte? Doch, die ändert es mit. Das ist quasi immer, wenn wir jetzt die Instance aufmachen. Ich habe jetzt zum Beispiel den Roughness-Parameter da abgehängt und wenn wir jetzt die Instance da aufmachen, dann sieht man, man hat da gar keine Parameter mehr. Genau. Und das ist halt. Wo haben wir das verwendet? Man kann dann zum Beispiel Gloss Parent-Material machen, wenn wir da jetzt zum Beispiel rechtsig machen. Können wir da Fresnel geben, dann können wir das in die. Wo tun wir das rein? Tun wir das einmal in Color rein? Schauen wir mal. Müssen wir mal schauen. Geht leider nicht so schnell. Genau. Da haben wir jetzt zum Beispiel, wenn man steiler ins Glas reinschaut, wird es weißer und wenn man relativ in einen rechten Winkel drauf schaut aufs Glas, wird es transparenter. Das ist zum Beispiel der Fresnel-Node und es gibt irrsinnig viele verschiedene Nodes. Generell, wenn man irgendein Material macht oder irgendwas machen will, einfach mal googeln. Es gibt hunderttausende verschiedene Tutorials für alles, wenn man irgendwie zum Beispiel einen Effekt machen will, dass ein Charakter unsichtbar wird und so ein bisschen eine Verzerrung hat oder für verschiedene Vasen mit irgendwelchen verschiedene Brechungsgrade quasi vom Glas oder man kann auch mit Texturen was machen. Also da gibt es irrsinnig viel online, es ist ein wahnsinnig mächtiges Tool und man kann eben, wenn man dann die Parameter
so bereitstellt, kann man es dann mit den Material Instances super einfach editieren. Genau. Das war mal das. Passt. Dann schauen wir uns vielleicht noch ein paar Lichter an. So. Genau. Links oben gibt es nur ein Fenster, wo man Actors ins Level ziehen kann. Wenn wir da jetzt einmal in Light-Tab reinschauen, sieht man verschiedene Lichtquellen, die wir haben. Es gibt ein Directional Light, was quasi die Sonne darstellt, von dem haben wir. So, okay, das ist jetzt nicht gewandert. So. Okay. Das darf ich nicht deaktivieren. Achso, darum. So, jetzt erkläre ich das nochmal, weil das habt ihr wahrscheinlich auch nicht gesehen im Vorstellen Note, oder? Wenn man da in der Seite reinschaut bei der Schüssel, sieht man, dass da ein bisschen weißer wird, und wenn man einen rechten Winkel drauf schaut, dann sieht man eher durch. Das macht zum Beispiel der Node. Man kann relativ komplexe Systeme, wie gesagt, da zusammenbauen. Und sie haben unglaublich viele verschiedene Nodes. Man kann dann auch wurscht. Genau. Machen wir da weiter. Genau. Okay. Links oben gibt es den Placed Actor Tab, wo man verschiedene Grundformen hat, wenn man zum Beispiel da einen Cube einziehen will oder irgendwas zum Level bauen, so die warum leicht das da so? Genau. Wenn es static sind, müsste man immer wieder das Licht neichbecken, weil wir da irgendeine statische Lichtquelle im Level haben. Wenn man es auf Movable umstellt, dann berechnet das dynamisch. Genau, man kann da verschiedene Objekte ins Level ziehen, das sind ein bisschen die Grundformen. Man hat dann auch einen Tab oben mit Lichter, Lights, bei dem man ein Directional Light hat, das quasi die Sonne darstellt. Von dem haben wir schon eine der Szene, das quasi das Licht da drinnen macht. Kann man genauso wieder unten in die Settings quasi konfigurieren mit der Stärke, der Lichtfarbe. Und man kann es rotieren, damit sich da das quasi von einer anderen Richtung kommt. Man hat dann noch Point Lights, die man da einziehen kann. Die Standard Unit da sind sie sich selber noch nicht ganz einig anscheinend, weil wenn man das Directional Light anklickt, dann hat man da Lux, aber man kann da herum, kann man das einstellen? Marker, bei dem geht es nicht. Man kann die Einheit, in der die Lichter angezeigt werden, kann man da unten einstellen in Lumen oder in Unitless oder was auch immer. Bedeutet nicht wirklich viel, ist einfach nicht, in welchem Wert das da oben angezeigt wird. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel 0,5 machen, können wir das Licht nehmen und da wenn wir das auf Movable stellen. Halt. Können wir das da einziehen? Dann haben wir. Nein, Gott. Das Fokus mag mich nicht. So. Dann haben wir da zum Beispiel Point Light. Es gibt die Standard verschiedenen Lichtquellen, die man halt sonst überall auch hat, wenn man sagt, okay, man hat da zum Beispiel ein Point Light oder ein Spotlight. Mit den üblichen Konfigurationsmöglichkeiten, dass man zum Beispiel den Autocone zum Beispiel verändert. Genau. Point Light, Spotlight, Wacklight haben sie irgendwann einmal dazu da. Damit man Licht hat, das quasi von einer größeren Fläche quasi das Licht wegsendet. Das hat eben nicht so einen harten Punkt, quasi, von dem das Licht weggeht, weil es quasi von so einer großen Fläche ausgestrahlt wird. Genau. Können Sie vielleicht selber ein bisschen rumprobieren? Schauen wir mal. Ist da der Wisch? Genau. Intensity, Color Light, es gibt die Reichweite. Genau. Was man vielleicht.
So. Schauen wir uns vielleicht gleich das Post-Processing an, weil mir fällt es da immer wieder auf. Wenn man da so ein bisschen ins Licht reinschaut, sieht man da, dass wir da einen relativ starken Bloom haben. Das kann man konfigurieren über das Post-Processing-Volume. Wenn wir da oben nach Post suchen, dann sehen wir da, es gibt da zwei Post-Processing-Volumes. Wir brauchen eigentlich das Volume 3, das andere ist für VR. Wenn wir das Post-Processing-Volume anklicken, können wir F drücken, dann sehen wir, okay, das ist, da sehen wir die ganze Map. Wenn wir so ein bisschen hin und her schieben, sehen wir, das ist der fette Cube da. Das ist die in dem Cube wird das Post-Processing-Volume angewendet. Man kann auch, wenn man ganz oben scrollt beim Post-Processing-Volume, unten Infinite Extent anhackeln, das anbauen, das ist quasi, damit es über die ganze Map geht. Dann braucht man es eben nicht, wenn man einen globalen Post-Processing-Effekt haben will, nicht eben riesengroß aufskalieren. Und in die Details unten bei dem Post-Processing-Effekt, jetzt füllen wir da geschwind wieder ein in die Wohnung, wenn wir das da sehen, gibt es ganz viele verschiedene Settings. Das ist recht artist-freundlich, weil man kann auch wirklich einfach ein bisschen umeinander probieren und sagen, okay, welchen Wert möchte ich da haben, und kann mir dann leider einfach sagen, okay, ich möchte gar nicht so viel Blumen haben, darum stelle ich das vielleicht ziemlich weit oben. Und da gibt es irrsinnig viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wo man sagt, okay, man kann in Bloom einstellen, mit dem man eben das Lens Flare da kriegt. Mit der Exposure kann man die generelle Helligkeit von der Szene nach oben und nach unten dran. Standardmäßig ist in Unreal Dynamic Eye Adaptation eingeschaltet, was quasi, wenn man da die Werte da auf die Standardwerte lost, schauen wir mal. Genau. Wenn man das da, die Min-Brightness und die Max-Brightness ist da auf Standard, also in dem Level standardmäßig auf 1 und 1 gestellt. Das heißt, egal wo man ist, es bleibt immer gleich die Kamera-Exposure. Ne? Es simuliert quasi das Auge. Wenn man so ist standardmäßig eingestellt und wenn man da jetzt irgendwo hingeht, wo es relativ hell ist, dann merkt man, dass die Szene auf einmal wieder ein bisschen dunkler wird. Wenn man da jetzt ins Licht ausschaut oder irgendwo dunkel hingeht, merkt man, dass die Kamera wieder heller wird. Wenn man jetzt irgendwelche Kamerafahrten macht oder so, für irgendwelche Cutscenes oder so, kann das ein bisschen ärgerlich sein. Darum kann man das so einstellen, dass es immer gleich bleibt. Kann man machen, wie man will. Genau. Ich werde jetzt nicht recht viel näher auf die anderen Effekte eingehen, aber man kann eben relativ einfach die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten oder Lens Flares zum Beispiel, dass man irgendwelche so Effekte bei der Kamera, wenn man gegen das Licht hat, dass man so die kleinen Punkte hat oder irgendeine Dirt Mask oder genau. Generell kann man drunter dann auch noch Color Grading machen, wo man dann eben generell die Farbe anpassen kann von die dunklen oder von die hellen Töne. Genau. Warmer. Jetzt haben wir da ein Licht bei unserer Lampe. Jetzt werden wir uns nur ein bisschen mehr die Blueprints anschauen. Wir können zum Beispiel, wenn man da oben auf Play drückt, können wir das Level einfach einmal starten. Dann sehen wir, okay, so schaut das aus, wenn wir uns durchs Level durchbewegen. Also da ganz normal, das willst du anschauen. Jetzt war es noch cool, wenn wir da rechts hingehen und zum Beispiel die Lampen da sehen, würde ich die Lampen da gerne ein- und ausschalten können, während des Spiels. Für das gehen wir da mal in unseren Blueprints-Folder rein und klicken Rechtsklick, da können wir dann eine Blueprint-Klasse erstellen. Ja.
Wenn es rechtsklick macht, so eine Blueprint-Klasse erstellt, das ist da, da das da, da. Genau. Kommt ein Fenster, wo man einen Parent-Actor auswählen kann. Ein Actor ist irgendwas, was in der, im Level steht. Und da gibt es noch verschiedene andere Klassen, die werden wir uns dann später noch ein bisschen genauer anschauen. Fürs Erste machen wir einfach einmal einen Actor. Den nennen wir dann pplamp. Genau. Blueprints ist eben die Scripting-Sprache von Unreal. Wenn wir da schauen, machen wir da doppelt. Also das mag ich jetzt wieder nicht. So, machen wir die Doppelklick auf das Lamp machen. Sehen wir, dass wir da wieder ein neues Fenster haben. Genau, Blueprint ist eben die Scripting-Sprache von Unreal. Man kann da eben Node-basiert Verhalten programmieren. Wir sehen da, wir haben da ein neues Fenster, wir haben da drinnen wieder ein Viewport, wo wir sehen, wie der Actor dann ausschauen wird. Momentan haben wir nichts erinnern, wir haben einfach nicht den Standard Default Scene Root. Das ist quasi, man braucht irgendeinen Root. Da können wir uns genauso bewegen wie im 3D Viewport von der Engine, also vom Hauptfenster. Genau, wenn wir da oben schauen, haben wir da eben einen Viewport und einen Eventgraph. Wenn wir da auf den Eventgraph draufklicken, dann sehen wir schon, okay, da haben wir verschiedene Nodes. Event Begin Play wird aufgerufen, wenn das Spiel startet. Actor Begin Overlap wird aufgerufen, wenn wir eben mit irgendwas overlappen, und Tick wird eben jedes Frame aufgerufen. Genau. Jetzt können wir zum Beispiel, schauen wir gleich mal, so, wenn wir da wieder zurückgehen zum Viewport, können wir da oben Add Component drücken, wenn wir da Static Mesh eingeben, kriegen wir da als Kind von dem Default Scene Mode ein Static Mesh, und bei dem Static Mesh können wir irgendein Model auswählen, und ich möchte da jetzt die Lamp haben. Das heißt, wenn man da die Floor Lamp auswählt. Haben wir da in unserem Actor eine Floor Lamp drin. Und wenn man da wieder zurückgeht ins normale, also in die Default View, kann man da aus dem Content Browser dann die Lamp ausziehen in unser Level. Wenn irgendwer nicht mitkommt, ist das so. Wie schnell das sein kann. Genau. Genau. Es kann sein, dass bei euch von jetzt bei der Porsche Lighting needs to be rebuilt oben steht links. Wir haben irgendeine statische Lichtquelle herinnen, und wenn man irgendein Objekt bewegt, das auf Static geschaltet ist, wie zum Beispiel die Schüssel da, oder? Die war am Anfang auf Static geschaltet, oder die, wenn wir da schauen, der Mag da ist auf Static geschaltet. Das heißt, wenn wir den bewegen, merkt er, okay, da muss das Licht neu bilden. Wenn man es auf Movable schaltet, dann gießt es weg, dann berechnet das in Realtime. Die Schatten, was zum Beispiel auf dem Tisch dort unten da sind, dadurch, dass die gebaked sind, bleiben die da, wenn man da auf Movable. Okay, nein, müssen wir leicht backen, damit das weggeht. Oder man stellt einfach beim Licht selber, man kann, ich glaube, der Weg Channel Light ist das, wenn man das auf Movable umstellt, dann verschwinden sie auch. Genau, das ist für uns die einfachste Lösung. Man kann es uns da einfach oben auf Bild drucken, dann bildet das Licht neu. Und dann sind auch die Weg.
Genau. Okay, das wird vielleicht nicht geben, weil wenn er bei euch, weil wenn man das Licht einbildet, dann startet er da nur ein extra Tool, das quasi das Lichtbild macht, aber dadurch, dass ihr keine Adminrechte auf die Stamm-PC habt, wird das eventuell nicht gehen. Genau. Aber das ist halt nur ein Setting, das man bei jedem Licht quasi einstellen kann. So, jetzt hängt er. Das kann. Ach Gott. So. Das braucht halt. Wenn man zum Beispiel da das Pointlight da klickt, was man zuerst bei der Lampen da reingezogen haben, kann man da auch immer auf Static umstellen oder auf Movable. Sobald man es halt auf Static stellt, müssen die ganzen Objekte, die es beeinflusst, leicht gebackt werden. Der Vorteil an Static ist halt, dass es super günstig ist zum Berechnen des Licht. Der Nachteil ist, dass es halt nicht dynamisch sein kann. Das heißt, wenn halt Objekte, das Licht sich bewegen soll oder funktioniert das halt nicht. Genau. Das Bild hat da was leid. So, genau. Passt. Wir haben eben, da ist unser Lamp Blueprint mit unserem Static Mesh drinnen. Das haben wir da in das Label reingezogen. Ich habe es jetzt da stehen. Wir können da einfach die alten Lampen können wir weglöschen. Und das Licht eigentlich auch. Da können wir unsere neue Lampen hinstellen. Und man kann natürlich Sachen so im Level zusammenziehen, dass man halt die Lampen da reinzieht und das Licht dazu zieht, aber das Problem ist halt da, wenn man dann die Lampen verzieht, bleibt das Licht nur da. Wenn man Sachen hat, die quasi zusammenkehren, ist ein bisschen wie Prefabs in Unity, kann man da mehrere Komponenten in einen Ektar zusammenfassen, das heißt, wir haben da ein Static Mesh, wir können da nur ein Pointlight dazufügen und das Pointlight dann da aufziehen. Genau. Und wenn ich das jetzt auf ein Fenster ziehe, dann seht ihr es bei mir auch. Wenn ich links sage, um das Update in den Blueprint, wird das live in der Szene geupdatet. Genau. Da würde ich die Intensity wieder runter dran. Von dem Licht auf irgendwas Erträglicheres. Genau. Das Ding ist da vielleicht ist auf Alt. Ist auf A und Bildschirm. So. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Genau. So, passt. Gut, so. So, jetzt haben wir da eben unser Licht, das da ist, und wir wollen es eben an und ab dran. Und für das können wir uns da Funktionen anlegen. Es gibt eben ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können in Unreal. Wir können da einen Event Graph umgehen. Die Standard-Nodes, die wir da haben, können es löschen, wenn es so jetzt das Beginn, Play und so weiter. Das brauchen wir dabei nicht. Können Sie da lassen, ganz egal. Da funktioniert es gleich wie im Material Editor. Wenn man Rechtsklick macht in den Event Graph, macht sich ein Kontextmenü auf, in dem man suchen kann. Und wir suchen da jetzt einmal nach Custom Event. Das erstellt dann einen neuen Node. Und das ist ein bisschen wie eine Funktion, aber es hat ein paar Besonderheiten. Es gibt diese Custom Events, die macht man da heraus in dem Event Graph. Die kann man, nennen Sie jetzt zum Beispiel mal Turn On. Und bei so einem Node startet immer die Ausführung. Das heißt, da gibt es so einen Execution Pin. Wenn die Funktion aufgerufen wird, dann rennt es immer
von dem Pin oder der Programmfluss weiter. Das heißt, wir können da zum Beispiel, wenn wir das Pointlet dort oben, können wir mit Drag and Drop einziehen in den Event Graph. Damit kriegen wir Referenz auf das Pointlet. Und wenn wir bei dem Pointlet können wir bei dem kleinen Punkt oder auswählen und eine Linie assoziieren. Und wenn wir auslassen, macht sie wieder ein Kontextmenü auf und das da ist immer kontextsensitiv. Das heißt, wir kriegen da jetzt nur mehr Funktionen vorgeschlagen, die wir quasi auf dem Licht aufrufen können. Wir können da jetzt zum Beispiel Set Visibility aufrufen. Das sagt quasi, ist das Component sichtbar im Label. Und wir sagen bei Turn On, sagen wir, okay, die neue Visibility soll true sein, das heißt, da setzen wir Hackerl. Und dann können wir das mit der Turn-On-Funktion, mit dem Turn-On-Event verbinden. Wenn jetzt das Turn-On-On aufgerufen wird, wird das Set-Visibility da danach aufgerufen. Genau. Und jetzt können wir da nur ein zweites Event machen, das nennen wir Turn-Off. Und da können wir dasselbe machen. Wir können entweder wieder das Pointlet da assoziieren, so, oder wir können auch ganz normal copy-pasten mit Ctrl-C, Ctrl-V, dann können wir den Node nur zweites Mal, oder wir markieren das Ganze gleich und copy-pasten uns das aber und verbinden es mit dem Turn-Off und da setzen wir das New Visibility auf False. Genau. Wenn wir diese Custom Event Nodes auswählen, können wir einen Call in Editor anhackeln. Und das sagt der Engine quasi, dass er uns da heraus, wenn wir die Lampen ausgewählt haben, fügt er uns dann unten zwei so Buttons dazu, die wir dann klicken können. Und damit können wir schon mal das Licht an und auf und ab dran. Das ist eben Turn-On, da kann man dann Call in Editor auswählen und unten kann man dann eben das Licht an und auf dran. Das ist ganz praktisch zum Testen von irgendwelcher Logik im Editor. Genau. Die einzige Voraussetzung ist halt, dass die keine Parameter haben, die Funktionen. Genau. Das ist die eine Möglichkeit, wie man das implementieren kann. Es gibt eben diese Event-Nodes da draußen. Auf der linken Seite gibt es nur Funktionen. Genau. Die sind ganz normale Funktionen. Wenn man da auf Plus drückt, erstellt eine neue Funktion. Die können wir zum Beispiel Turn on 2 nennen. Da können wir eigentlich genau dasselbe machen wie da draußen. Wenn man sagt, okay, wir haben da das Pointlet mit Set Visibility bei der Funktion drinnen, kann man genau das gleiche machen. Der einzige Unterschied ist, Funktionen können einen Return-Wert haben, das heißt, die können irgendwas zurückgeben. Wenn wir da jetzt dann einen Return-Node machen, das können wir draußen beim Event-Graph nicht machen. Und somit generell bei Event-Nodes und bei Funktionen, man kann immer rechts oder bei den Inputs kann man Sachen dazufügen. Man kann dann zum Beispiel einen Parameter dazufügen, wenn man, kann man dann Variablen übergeben und man kann bei den Funktionen eben auch Sachen zurückgeben. Es stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es Events und Funktionen? Der Vorteil an die Events ist, man kann da heraussen sogenannte Latent Nodes verwenden, die quasi, wenn man die aufruft, einer von den Nodes ist zum Beispiel Delay, der bei dem Node kann man eine Verzögerung einstellen, dass man sagt, okay, er soll 2 Sekunden warten und erst dann soll das aufgerufen werden. Das funktioniert nur da heraus, in die Funktionen selber drinnen funktioniert das nicht, die kann man nur da verwenden. Und für Multiplayer ist dann auch noch wichtig,
gibt es dann auch noch ein paar Sachen, die man mit den Custom Events noch machen kann, aber darauf werden wir heute nicht eingehen. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Genau. Zusätzlich gibt es dann noch Makros. Darunter Makros sind wieder was Ähnliches. Man kann bei den Makros, der Vorteil von den Makros gegenüber zu den Funktionen ist, dass man da mehrere Pins hat, mit denen man Sachen ausführen. Okay, bei den Funktionen gibt es einen Execution Pin, und man kann nur einen Pin bei der Rückgabe quasi haben. Bei Makros kann man so viele Pins, wie man will, quasi haben. Und wenn man da zum Beispiel ein Bool hat, wie nennt man es? Branch. Sonst skippt man das. Ist, ich glaube jetzt nicht so viel. Genau. Custom Events und Funktionen. Genau. Bleiben wir erst einmal da, ist glaube ich gescheiter. Wir können jetzt im Editor das Licht an und off dran, auftragen. Jetzt hätten wir aber gern, dass man während dem Spülen, wenn man dort auf Play drückt, hingehen kann zu den Lampen und die Sachen an- und abdraht. Für das gibt es unter Settings oben, kann man unter Project Settings kann man auf Input gehen und da kann man Input Bindings festlegen. Das heißt, wenn man zum Beispiel wir legen jetzt eine neue Action Mapping an, das heißt Interact, und wir möchten gern, dass wenn man bitte? Wenn man oben auf Settings klickt, dann auf Project Settings, dann macht sie ein neues Fenster auf. Genau. In dem neuen Fenster sind dann die ganzen Einstellungen von dem Projekt. Da gibt es dann unten einen Punkt Input. Genau. Und da kommt ein neues Input Mapping dazu. Die Mappings sind im Endeffekt Sachen, die Aktionen aufrufen, wie zum Beispiel, wenn man Maus klickt, dann wird das Event Fire aufgerufen. Wenn man jetzt zum Beispiel, da können wir irgendein Input-Mapping festlegen, ich würde einfach einmal E aus, wenn man E drückt, wird generell das Event Interact aufgerufen. Es gibt eben diese Action-Mappings und Axis-Mappings. Action-Mappings sind einfach netter Events. Das heißt, wenn ich eh drücke, es ist was passiert. Er sagt das, dass was passiert ist. Die Axis Mappings haben nur zusätzlich eine Achse dabei. Das heißt, wenn man kann zum Beispiel bei Forward kann man mit W und S machen. Das heißt, wenn man W drückt, kommt plus 1 raus, und wenn man S drückt, kommt minus 1 raus, dass man quasi nach vorne und nach zurückgehen kann. Und wenn man zum Beispiel das Gamepad kann man da auch drauf mappen, dass man, wenn man leicht den Joystick nach vorne drückt, ist zum Beispiel 0,5. Und das kann man dann auslesen beim Bewegen, dass man zum Beispiel nur langsam geht. Genau. Aber wir werden jetzt einmal brauchen dabei nicht das Input Intake mit dem E. Mit E. Genau. Wenn man dann in dem. Schauen wir mal. Wenn wir da auf Play drücken, starten wir da. Und das macht die Engine im Endeffekt schon für uns. Wir haben da einen Player Start. Das ist quasi unser Spawn, wo wir starten. Und jedes Level, das können wir uns da oben nur einschalten. Wenn man oben auf Window drückt und auf World Settings, macht sie da ein Fenster auf? Wo macht sie das? Ja, das macht sie bei euch da auf. Okay. Genau. In die World Settings drinnen hat man einen Game Mode und der sagt quasi aus, der legt ein bisschen die generelle Konfiguration von der Map fest und sagt aus, okay, wenn wir starten, welchen Pawn spawnt er? Und Pawns sind in Unreal immer Sachen, die der Player, quasi wir, possessen können. Das heißt, ein Pawn ist im Endeffekt was, wo wir einschlüpfen können, und das kriegt dann unseren Input.
Das heißt, wenn wir BSD drucken oder wenn wir Fire drucken, kriegt der Pawn, wird der Pawn darüber informiert, dass das passiert ist, und dann kann der irgendwas machen. Und in dem Level ist der Default Pawn ist der FPS Character. Den sehen wir da unten bei den Bluepoints auch drinnen. Wenn wir den da aufmachen, dann sehen wir, der hat schon ein paar Sachen, die sind schon standardmäßig von einer implementiert, zum Beispiel das Movement. Da kommt immer wieder das einer Move Forward, wenn er das Event kriegt, ruft er Add Movement auf und dann bewegt er sich. Da ist schon relativ viel von der Engine selber vorimplementiert von einer. Der hat zum Beispiel so eine Character Movement Component drauf, das übernimmt das ganze Movement, dass man, wenn man sich umeinander bewegt und in eine Wand reinrennt, nicht durch die Wand rennen kann. Beschleunigung und so hat er zum Beispiel auch, dass man jetzt dass er ein bisschen braucht, bis dass er die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Das ist alles schon fertig. Wir brauchen bei uns, das ist ein Überbleibsel vom Testen. Ist das Notes da probiert oder ist es einfach nur zur Visualisierung, dass man weiß, was zusammengehört? Die Comments da? Die Gruppen, ja, die sind quasi gruppiert. Man kann, wenn man eine Gruppe von Nodes hat, wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir da Rechtsklick machen, können wir mal Interact schreiben. Dann schlägt er uns schon das Event vor, was wir jetzt neu kreiert haben. Und wenn wir jetzt eine Gruppe von Nodes haben, wir können jetzt, was war denn zum Beispiel, eine Node war zum Beispiel Branch. Das ist ein If. Genau. Die kann man auch erstellen, wenn man B gedruckt hat und linke Maustaste macht, dann erstellt dann auch so einen Branch. Recht bequem. Und wenn man so eine Gruppe von Nodes markiert und auf C druckt, dann erstellt er so einen Comment rundum. Mit dem kann man dann die ganze Node-Gruppe verzieren und man kann ihm zum Beispiel sagen, das handles Player Interaction. Man kann quasi Sachen kommentieren damit. Und genau, man kann das immer größer und kleiner ziehen und da verschiedene Nodes einziehen. Genau. Wenn wir da unseren Intake Node haben, schauen wir uns das einmal an im Level. So, jetzt geht mir da der Platz aus. So, wenn wir sie da umeinander bewegen, dann sehen wir eben, wir sind eben der Paar, wir schlüpfen quasi in die Rolle von dem einen. Jetzt schauen wir es uns vielleicht nur gemeinsam geschwind an, wie der ausschaut. Der FPS-Charakter drinnen hat einen Capsule Collider, der quasi dafür zuständig ist, dass wir nicht durch die Wand durchrennen können, der das immer Collision oder Collider hat. Und der hat eine Kamera drinnen. Und wenn wir in den Charakter einschlupfen, also den quasi possessen, schauen wir durch diese Kamera. Und wir wollen ihm, jetzt, wenn wir in dem Label drinnen sind und uns umeinander bewegen, man kann ihm, wenn wir das, wenn wir sich da umeinander bewegen, möchte man ihm aus der Kamera quasi einen Line Trace machen. Ein Line Trace ist quasi, er schaut quasi von irgendeinem Punkt zu irgendeinem Punkt, ob er mit irgendwas kollidiert und schaut, ob er irgendwas findet. Und wir wollen in unserem Fall eben schauen, von der Kamera aus nach vorne, ob wir irgendwas treffen, und in dem Fall war es eben, schauen wir, ob wir die Lampen treffen. Und für das gibt es schon einen Node in Unreal. Das können wir uns jetzt anschauen. Wenn wir da Rechtsklick machen und sagen Line Trace, dann gibt es da Line Trace by Channel. Wieso mag er mich da nicht? Okay, cool, passt. So. Genau. So. Wo habe ich euch jetzt verloren? Hast du das schon mal gesehen? Das mit Interact vorher? Ja, das haben wir jetzt. Okay, cool, dann hat er sich zwischenzeitlich einmal ausgeschaut. So. Genau, den Node haben wir da. Genau, passt. So, wenn wir jetzt ein Line Trace machen, können wir da einen Startpunkt festlegen und einen Endpunkt. Und den Startpunkt sollte quasi die Position von unserer Kamera. Ich mache uns da jetzt einmal kurz ein bisschen.
Weil das Ding ist, wenn man da startet, man kann, wenn man F8 drückt, kann man außerschlupfen aus dem Charakter und dann im Level sie umeinander schauen. Das Ding ist, aber dadurch, dass unser Charakter da oder, keine Visualisierung hat, sehen wir den da auch im Level nicht. Wenn ich da jetzt noch nach FPS-Charakter suche und den auswähle, dann zeigt er mir zwar da oder das an, aber man sieht ihn nicht. Ich füge jetzt da oder einfach einmal, damit ihr das besser seht, da oder hinter meinen Kopf, braucht es nicht unbedingt nochmal, das ist nur, dass es besser seht, da oder hinter der Kamera so eine Kugel. Schauen wir mal. Genau. Genau. So, und wir möchten jetzt quasi von dem Punkt von unserer Kamera da her einen Landtrace machen. Das heißt, wir müssen uns, wir wollen quasi die Position von der Kamera in der Welt, ist unser Startpunkt. Und wir möchten gern 2 Meter nach vorne einen Punkt finden. Das machen wir so, indem wir da hergehen und wir sagen, wir nehmen unsere Kamera, sagen, get world location. Genau. Das gibt uns zu, wenn wir da den Node aufwerfen, gibt uns die Webposition von unserer Kamera. Genau. Das können wir mit dem Startpunkt verbinden. Und wenn wir dann get forward Vektor von der Kamera machen, das gibt uns den Vektor, der nach vorne von der Kamera weggeht, der ist normalisiert, das heißt, der ist immer 1 cm lang, weil 1 cm quasi die Maßeinheit ist von der Engine. Wenn wir den Vektor also mal an Float rechnen, das heißt mal 200, das geht eben wieder, wenn man da den Node wegdruckt, wegdragt und dann mal druckt, dann kriegt man da wieder Auswahl, wir wollen da in dem Fall immer einen Float haben, sagen wir mal 200. Dann kriegen wir einen Vektor, der nach vorne von der Kamera geht und 2 Meter lang ist. Aber der Vektor ist vom Nullpunkt aus und wir wollen aber quasi von der Kamera aus 2 Meter nach vorne. Das heißt, wir nehmen die Kameraposition und addieren, halt, wir wollen einen Vektor mit einem Vektor addieren, wir addieren zu der Kameraposition den Vektor, der 2 Meter nach vorne geht von der Kamera und das ist unsere Endposition. Wenn wir da jetzt for duration ausstehen, man kann sich da so da Debug-Type auswählen. Es gibt den NaN, dann sagt er gar nichts an, once per frame, dann zeichnet er an die Linie, oder ich zeige es euch am besten einfach einmal, wenn man da for duration auswählt, dann zeichnet er eine Debug-Linie für 5 Sekunden. Das heißt, wenn wir da jetzt das Spiel starten und E drücken, dann zeichnet er da eine Linie ein und wir müssen einen Schritt nach links oder nach rechts gehen, weil wir können quasi die Linie genau aus der Kamera rausgeht, darum sieht man es nicht. Aber wenn man ein bisschen nach Zeiten geht, dann sieht man, okay, wir schießen da an Streu und mit was auch immer der kollidiert, das kriegen wir dann zurück, die Information. Und das ist der erste Schritt, damit wir quasi mit der Lampe interagieren können. Genau. Ja? Wie war das nochmal mit dem Zusammenrechnen? Geht das nicht nur mehr. Dass man das mit einem Multiplier. Du findest das nicht oder so ist er klar? Ja, nein, wie das heißt. Wie zu dem mit Rechtsklick und. Achso, wenn man da der Weg zieht, ja, kannst du Plus schreiben. Okay. Genau. Dann kriegst du. Es ist auch, ich glaube, es geht mit Add A oder gibt's. Ja, genau. Sie haben wahnsinnig viele Synonyme für dieselben Sachen, aber es gehen alle quasi mal und so weiter, funktioniert alles. Genau. Und es gibt da ein Keybinding dafür, wenn man A drückt halt und links klickt, dann macht er ein A, oder? Ja, bei dem geht es nicht. Okay, na, nehme ich zurück. genau, einfach wegziehen und mit Plus. Genau.
Genau. So schaut das einmal aus. Es hilft dann immer recht viel, wenn man quasi eh wegzieht von einer Node, dann ist sie immer kontextsensitiv, und wenn man dann auf Plus drückt, und dann muss man halt schauen, die ganzen Nodes sind auch color-coded quasi, Vektor sind gelb, Floats sind grün, und wir wollen eben da unten, möchte man eben gern den Vektor mit dem Vektor da zusammenzählen. Das heißt, wenn wir da Plus drücken, müssen wir eben das da auswählen, Vektor plus Vektor. Genau. Damit kriegen wir die zwei Positionen. Jetzt zeige ich euch noch was. Genau. Was auch noch ganz praktisch ist, wenn man das da so zusammenzieht. Genau. So. Das wird wieder super mit dem Platz. Wenn man das Spiel da startet. Genau, so. Da haben wir da das Spiel. Wenn man da das Spiel, währenddessen das Spiel rennt, hat man da oben, so wie schaut es bei euch aus, hat man da oben eine Auswahl von, und man sieht da quasi immer, wenn man in einem Blueprint drinnen ist, alle von den Instanzen, die in dem Level ist. Wenn man den FPS-Charakter auswählt und dann Sachen in dem Level drinnen macht, dann sieht man da, ich drücke da jetzt E, man sieht da, wie der Execution Flow quasi fließt. Und damit kann man recht gut Sachen debuggen. Das finde ich wirklich ist eines von den coolsten Features von Blueprints. Man sieht eigentlich genau, wie das Programm durch die Nodes durchfließt. Genau. Das heißt. Genau. Wie ihr wahrscheinlich schon mitkriegt, es ist mit einem Bildschirm ein bisschen mühsam mit Unreal. Ich sage, zwei Bildschirme sind eigentlich so das Mindeste, mit dem man wirklich bequem arbeiten kann. Genau, so. Jetzt haben wir unser Line Trace. Die Line Trace gibt uns quasi zurück, ob wir was getroffen haben. Das heißt, wir machen uns da dahinter mal einen Branching Node, mit dem wir checken, ob wir was getroffen haben. Das können wir wieder machen, entweder mit Rechtsklick und wir schreiben Branch, dann kriegen wir es. Oder wir können auch einfach B gedrückt halten und Linksklick drücken, dann erstellt er uns auch einen Branch Node. Genau. Den können wir dann da wieder anhängen an den vorherigen Node. Und wenn wir eben was getroffen haben, dann fließt es ihm da bei True weiter. Wenn wir nichts getroffen haben, fließt es da bei False weiter. Wir wollen in unserem Fall nur bei True was machen. Genau. Und wenn wir eben was getroffen haben, sobald wir was getroffen haben, kriegen wir ein Hit-Result. Und in dem Hit-Result, das ist ein Struct, das können wir mit Break-Hit-Result auseinanderbrechen. Genau. Könnt ihr ihm auch wieder wegziehen von dem Hit und dann Break schreiben, dann kommt ihm auch das Break-Hit-Result. Und da kriegen wir dann alle Werte zurück, die der Hit produziert hat. Da steht dann sowas drinnen, wo der Punkt in der Welt ist, wo der Line Trace mit dem Objekt sich geschnitten hat, welcher Normale das hat, welcher Objekt das war, welcher Actor und welcher Komponente das war. Der Actor ist in unserem Fall die Lampen, das heißt der da. Und die Komponente, die wir treffen werden, ist der Static Mesh, den wir da drin erstellt haben. Das heißt, wenn wir da jetzt zum Beispiel fürs Debuggen, können wir uns da Print String einfach einmal machen.
Genau. Und wir können dann von dem Hit-Actor zu dem Print-String Linie ziehen. Und da sieht man schon, dass er da was herschreibt, Convert Actor Object Reference to String. Manchmal haben sie da so Smart Converters eingebaut. Quasi er merkt, du möchtest ein Object zu einem String konvertieren, aber das würde nicht funktionieren. Darum fügt er dann automatisch einen Note dazwischen ein, der vermutet, dass du wahrscheinlich haben willst. In dem Fall kriegen wir da den GetDisplayName. Und wenn wir dann das Spiel starten und mit der Lampe interagieren, sehen wir links oben mit der Ausgabe BPLame. Jetzt wissen wir, okay, er trifft zumindest schon mal die Lampen damit. Zeigt sie das alle, wenn sie es ausführt, dann läuft es zumindest schon mal. Genau. Jetzt wollen wir aber nicht nur einen Text ausgeben, sondern wir wollen ja eigentlich, die Lampen einschalten. Jetzt haben wir schon eine Referenz zu dem Actor, aber wir wollen ja eigentlich, unser Lampen ist ein Actor und er gibt uns die quasi die generischste er weiß noch nicht, okay, du triffst irgendwas, aber er weiß noch nicht, was das ist. Wir wollen aber, jetzt können wir mal sagen, okay, wir probieren, dass wir die Referenz von dem Actor zu einer Lamp casten. Und das ist nichts anderes als wie casten in C-Sharp oder Java oder sonst was. Er schaut einfach, okay, ist das Objekt eine Lampe? Und wenn das Objekt eine Lampe ist, dann möchte man Turn on auf der Lampe aufrufen. Können wir auch wieder machen, indem wir da einen Node wegziehen und dann Turn on schreiben. Genau. Und das funktioniert eben, weil wir da das jetzt zu einer Lamp gecastet haben und jetzt weiß, dass das eine Lamp ist. Beim Actor wird das zum Beispiel nicht funktionieren, da gibt es kein Turn-On, weil ja, das nicht drauf ist. Genau, wenn wir da jetzt das Ganze wieder starten und zur Lampen hingehen und mit der, achso, und E drucken, genau, dann schätze ich die Lampen ein. Genau. Jetzt war es nun nicht, wenn wir die Lampen nicht nur einschalten können, sondern dass wir es hin und her toggeln können. Für das gehen wir wieder zurück in den Lamp Blueprint. Da können wir dann ein Custom Event machen, das nennen wir Toggle Lamp. Und da schauen wir uns bei dem, holen wir uns diesmal die Visibility, das heißt, wir können schreiben get Visibility oder get visible Visibility. So. Das wischt. Entweder is, nehmen wir is Visibility oder is Visible ist gescheiter. Genau. Jetzt fügen wir da hier oben wieder ein Branching Node ein und wenn wir dann. Jetzt checkt man eben, okay, wenn das Pointlet visible ist, dann möchte man gern Turn off aufrufen. Und wenn das Pointlet invisible ist, dann möchte man gern Turn on aufrufen. Ja. Wenn du denn bei True in Node Wecker ziehst, kannst du Turn off schreiben oder Turn.
dann schlägt er da deine eigenen Funktionen vor. Die zwei, was wir vorher oben gemacht haben. Die zwei. Die kannst du dann da unten wieder aufrufen. Genau. Was ist jetzt unten das Pointer is visible? Was ist von unten, oder? Bitte? Das Pointer is visible? Ja. Das muss ich von oben anhängen? Das ist angehängt bei Pointlet. Er holt sich, du ziehst gleich wieder das Pointlet da oben und kannst sagen, is visible. Und das ist, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie man mal in Java oder in C-Sharp schreibt, Pointlet.isVisible. Er schaut dann quasi auf dem, das Target sagt immer, auf was er die Funktion aufruft. Das heißt, er ruft quasi auf dem Pointlet isVisible auf und schaut dann eben nach, okay, wenn wir visible sind, dann gibt er da True zurück und dann ruft man Turn Off auf und sonst ruft man Turn On auf. Genau. Achso, ja, das ist Also für uns nur, wir rufen ja gerade in unserem First-Person-Character nur die Turn-On an. Jetzt wollen wir aber nicht Turn-On aufrufen, sondern wir wollen Toggle aufrufen. Problem. Dann könntest du das auch probieren. Genau. Das sollte jetzt funktionieren, wenn ihr das soweit habt und da oder beim Charakter rum und das Toggle Lamp austauscht habt, sollte das dann jetzt Licht auf und ab dann gehen. Das ist auch passiert.
schon ein bisschen rein, das darf ich auch wieder haben. Das ist Spaces muss ich jetzt direkt passen. Also dann würde das generell vielleicht für alle, wenn man da gerade played und im drinnen steckt, quasi die Maus quasi gelockt ist drinnen, man kommt entweder mit Alt-Tab raus und dann kann man mit der Maus halt rumfahren oder mit F8 anpossessen, dass man rauskommt aus dem Pawn und dann umfahren kann. Genau. Deswegen ist es auch
Polster nicht aus. Weil ich so dachte, ob du überhaupt das Profi hast, dass du dann nicht reingehst. Das ist nicht so voll gut, weil wenn man nichts trifft, dann vor allem nicht, das geht ja nicht, aber genau, das geht jetzt. Und jetzt auch noch ziemlich, und dann vor allem links, die Kuppel, ja. Und dann hast du zum Beispiel ein Schufgelein. Du machst jetzt den Kalkins, ziehst du Cap, du machst jetzt das Regage, ziehst du Cap, aber bleibt da stecken, weil er nicht, weil das, was er trifft, kann er unten. Das heißt, der Kasten ist immer war, in dem Moment, wo er fehlt schon, du schiebst halt nur den Pin, den weiß er kriegt, wenn man. Das heißt, wenn ich da ist, das Regal anklickt und für den Kasten Fehler auf den Tag, dann schützt sich auch was. Weil, dieses ist dann normal. Weil er drückt auf den Kasten, versucht es auf den Kasten, sagt, okay, ich bin fehl, dann sagt er nein und dann kriegst du eine Exception, weil es der Finale bei das Toggle aufwirft. Genau. Vielleicht für alle nur mal generell ein bisschen zum Debuggen. Wie gesagt, mit Alt-Tab kommt man im Aussehen, mit Windows-Switch quasi von Windows, aber was halt wirklich bequem ist, ist mit F8. Kann man eben aus dem Pawn außer schlupfen quasi. Das heißt, der Charakter schlupft außer, man kann dann da umeinander fahren und das Wichtige ist, man kriegt seine Maus wieder und kann dann eben auf dem zweiten Bildschirm da oder zum Beispiel den Charakter da so einschalten. Das zieht es da auf Anzahn. Und wenn man dann mit F8 wieder einschlupft in sein Pawn und mit Sachen, die mit E interagiert, sieht man quasi links, was die Nodes machen und wo er fehlt. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt die Lampen anschaue und E drücke, dann passt es, dann kommt er bis zum letzten Node. Wenn ich jetzt aber das Castle anschaue, dann fließt er nur bis zum Cast, weil da fehlt er dann, weil das Castle nicht auf den Lampen casten kann. Und wenn man in freie Luft schießt und nichts trifft, fehlt er bei dem Branch schon, wo man checkt, ob man überhaupt was treffen. Und das ist richtig cool zum Debuggen, weil man halt recht genau sieht, wie sich das Programm durch die einzelnen Nodes durchbewegt. Und falls man mit dem nur nicht die Lösung findet, falls es irgendein Problem gibt, man kann ganz normal debuggen, wie in Visual Studio auch. Man kann sich da der Breakpoints hersetzen. Und wenn man dann mit E zum Beispiel interagiert, dann und da herkommt, bleibt das stecken. Und man kann sich dann ganz normal die Werte von den einzelnen Sachen anschauen. Man sieht zum Beispiel, okay, wir haben die Lampen getroffen, wir haben den Static Mesh in der Lampen getroffen, in welcher Position das ist. Wahnsinnig cool zum Debuggen. Und es geht ganz normal auch, man hat dort oben die Buttons auch. Und mit F10 kann man Step Over machen, quasi einen Schritt nach vorn. Und mit mit F11 kann man Step Into machen. Man hat aber wie gesagt die Buttons haben, wo die Keybindings nur dabei stehen und man kann dann zum Beispiel da reinspringen und jetzt sind wir da bei der Lampe rümmern. Und dann sieht man wieder genau, okay, so fließt es da. Genau. Das ist
Legt dann halt los, weil der Vorwärtsvektor ist ein normalisierter Vektor, der nach vorne schaut, der ist ganz lang und du möchtest ihn quasi 200 mal so lang haben, damit er 2 Meter lang ist. Noch von Pisten, du kannst immer, wenn du den Rot ausziehst, vorher, da hilft er dir gleich mit der Richtung. Ist leicht. So, da. Gut. Jetzt haben wir grundsätzlich einmal. Können wir da hergehen und mit dem interagieren. Jetzt schauen wir noch, wie man sich zwischen zwei Blueprints Sachen macht. Weil in echt hat man normalerweise einen Lichtschalter, mit dem man Sachen ein- und ausschalten kann. Wir werden uns da jetzt einen zweiten Blueprint machen. Mit dem Blueprint, das wird wieder Actor werden. Genau. Das ist dann den nennen wir Switch. Genau. Wenn wir den aufmachen, können wir wieder ein Static Component rein da. Und wenn wir dann nach Switch suchen beim Static Component, haben wir dann da so einen kleinen Schalter. Also quasi. Ähnliche Prozedur wie beim ersten Mal, einen Blueprint erstellen und da drinnen ein Static Mesh hinzufügen. Genau, mit Add Component könnt ihr die Static Mesh dazufügen. Bitte? Genau, kannst du einen Switch suchen, dann findest du das auch. Genau, es ist immer drüben im Edit, das Static Mesh und das Material drunter ist quasi immer das Standardmaterial. Das werden wir uns jetzt gleich dann noch anschauen, weil da kommt noch was. Genau. Also so bei der Lampen zum Beispiel, die Lampen hat standardmäßig einen Collider rundum, das hat jetzt einfach so funktioniert. Das heißt, wie wir den Landwest geschossen haben, hat er was gehabt, gegen das er kollidieren kann. Der Switch hat standardmäßig keinen Collider drauf, weil es ihm für die Szene von Jana für das Rendering nicht notwendig war. Das werden wir uns jetzt dann noch anschauen, wie wir da einen Collider drauf dann. Genau. Also, wenn wir den Switch da haben. Den können wir da ein bisschen runterziehen, dass er zum Beispiel im Zentrum ist von dem Actor, aber das ist nicht so tragisch. Wenn wir da stehen, können wir den Switch da ins Level einziehen und so rotieren, dass er passt. Grundsätzlich, die Forward-Achse in Unreal ist die X-Achsen. Das ist vor allem für die Modellierer unter euch recht wichtig eigentlich, dass Sachen bestenfalls immer so modelliert sind, dass sie halt konsistent mit der X-Achsen nach vorne schauen. Bei dem Lichtschalter ist das nicht so, darum können wir den gleich im Blueprint quasi um 90 Grad rotieren. Genau. Das ist nicht ganz so wichtig, aber genau, wenn wir den dann ins Level reinziehen, können wir den dann an irgendeiner Wand drauf klatschen. Genau, vielleicht bestenfalls auch so, dass den Lichtschalter und die Lampen im selben Blickfeld habt, damit es dann seht, wenn es den Lichtschalter interagiert, dass ihr die Lampen ein- und ausschaltet, ohne dass ihr ständig hin und her dran müsst. Weil zum Debuggen werdet ihr es vermutlich ein paar Mal da müssen. Genau. Jetzt haben wir da
eben den Lichtschalter. Und wir wollen der Engine jetzt irgendwie sagen, der Lichtschalter soll die Lampen beeinflussen. Wir haben unten links ein Variablenfeld. Die Variablen sind für den ganzen Blueprint. Da können wir eine neue Variable anlegen. Da gibt es Standard-Variablen-Typen, wie Bool, Integer und Co. Falls wir irgendwelche Daten speichern will, aber in unserem Fall wollen wir eine Referenz zu einem anderen Blueprint haben. Das heißt, wir können da oben jetzt suchen nach Lamp und da finden wir jetzt unseren Blueprint und wir wollen da eine Object-Referenz haben. Das heißt, wenn wir das da erstellen, geben wir die Variable dann Lamp nennen und da haben wir jetzt da Variable, die wir setzen können. Genau. Wenn wir die Variable dort unten sehen, gibt es daneben ein kleines Auge. Wenn wir auf das draufdrücken, dann wird die Variable überall im Editor sichtbar. Das heißt, wenn wir da jetzt kompilieren, sehen wir auf unserem zweiten Bildschirm, warte mal, es tue jetzt wieder so nebeneinander hin. So, wenn wir kompilieren, haben wir dort unten unsere Variable mit dem Auge offen und dann kriegen wir da herüben, wenn wir den Switch selektiert haben, unten ein Feld, wo wir eine Lampenreferenz rein da können. Wenn wir das aufklappen, sehen wir jetzt unsere Lampe, die wir in dem Level drinnen haben, sehen wir da und die können wir da auswählen. Genau. Generell, das Auge ist jetzt gelb hinterlegt von Epic quasi so Best Practices, wenn eine Variable public zur Verfügung ist, dass man es da editieren kann, sollte man grundsätzlich da einen Tooltip schreiben, wenn man da jetzt zum Beispiel irgendeinen the lamp to be switched schreibt, dann wird das da grün, das ist einfach, dass dokumentiert ist, aber es macht grundsätzlich keinen Unterschied. Und wenn wir da herüber und über die Lampe drüber hubert, über den Variablen nimmt, dann sieht man quasi die Information, die man da beim Tooltip reingeschrieben hat. Ist in dem Fall jetzt nicht unbedingt notwendig, aber man kann halt da ein bisschen einen Erklärungstext dazu schreiben, wenn man will. Genau. Gut. So. Hm. Da oder das da? Oder was meinst du? Ja. Yeah. Genau. Wenn du den Switch auswählst, kannst du da auf das draufdrücken, dann siehst du da alle Objekte in dem Level, die in die Variable einpassen. Und dadurch, dass wir da herüben die Referenz vom Typ BP Lamp gemacht haben, zeigt er da nur die Lampe da in dem Filter. Okay, die Variable. Okay. Du kannst da bei den Variables unten Plus drucken, dann erstellt er da eine neue Variable und die, da oben kannst du dann den Typ auswählen und da ist eben Bool, Integer und Co. Und eben auch, man kann dann noch Lampe suchen und findet die da genau. So, da passt. Dann, jetzt möchten wir gern mit dem Switch da interagieren. Und wir werden das jetzt genau. Ja? Yeah. Ist hier meine Variable nicht, wenn ich auch. Okay, es ist ein Switch. Wenn man irgendwelche Änderungen macht im Blueprint, gibt es mittlerweile. Alles schon so. Genau. Wenn man da irgendwas ändert und da oben
irgendwie verschiebt es jetzt oder man ändert irgendwas, dann sagt er da oben Compiler und hin und wieder muss man dann selber draufdrucken, wenn er an irgendwas nicht gleich aussagt. Genau. Man kann auch Save und Compile machen, da oben einstellen bei dem Clamp-File, dann macht er jedes Mal, wenn du Ctrl-S druckst, compile er automatisch. Ist auch ganz geschickt. Genau. Dann haben wir die Referenz da und das wollen wir mit unserem Player-Character mit dem Switch interagieren. Das heißt, wenn wir da hergängen, möchten wir jetzt nicht mehr mit der Lampe interagieren, sondern wir möchten mit dem Switch interagieren. Das heißt, wir casten unseren. Genau, jetzt komm. Machen wir das gescheiter. Genau, jetzt kommt man da eben auf unseren Switchkasten. Das Ding ist halt, wenn wir aber dann mit mehreren Sachen interagieren wollen, dann wird es irgendwie ein bisschen mühsam, weil dann müsste man auf einen Lampkasten und dann auf einen Switchkasten und was auch immer. Jetzt gibt es da zwei verschiedene Herangehensweisen. Entweder man könnte einen gemeinsamen Parent machen, dass man sagt, man hat zum Beispiel einen Actor, der heißt Interactable, der hat eine Funktion drauf, Interact, und der Switch und die Lampen leiten beide von dem ab. Und die Funktionen werden aufgerufen, aber dadurch, dass die eigentlich nicht so viel miteinander zum Tor haben, man kann auch Interfaces kreieren in Blueprints und die Interfaces geben quasi gemeinsames Verhalten vor. Wir können jetzt zum Beispiel ein Interface machen, das heißt Interactable, das tun wir auf jeden von unseren Actor drauf, mit dem wir interagieren wollen und das sagt einfach aus, unser Actor stellt eine gewisse Funktion bereit. Das heißt, wir klicken jetzt rechts, gehen in den Content Browser, machen Blueprints und Blueprint Interface. Dann erstellt er uns wieder ein echtes Asset. Genau. Das nennen wir dann BPI Interactable. Genau. Und wenn wir das aufmachen, macht er uns wieder ein neues Fenster auf. Das schaut so ähnlich aus wie das Blueprint-Fenster, aber wir haben da gar kein Viewport, gar nichts. Wir haben nur dieses Fenster da und die Möglichkeit, dass wir da Funktionen erstellen. Und wir erstellen da eine Funktion, die heißt Interact. Genau. Und das war es eigentlich schon. Das sagt dann nur aus, wir können jetzt das Interface zum Beispiel auf, wir gehen jetzt in den Switch rein und wir können jetzt bei die Class Defaults, können wir oben auf Class Settings draufdrucken und wir können da auch nach dem Interact suchen. Genau, rechts ist dann Implement Interfaces, da haben wir momentan noch kein Interface drauf auf dem Actor und wir können da Add drucken und dann schreiben wir BPI Interact oder Interact, dann finden wir da schon unser Interface und das fügen wir dazu zu dem Actor, oder? Und jetzt sehen wir da links haben wir einen Eindruck dazu gekriegt, Interact. Das heißt, unser Actor implementiert jetzt das Interface oder kann das implementieren. Und wenn wir da Rechtsklick drauf machen, dann sagen wir Implement Function. Genau. Muss ich irgendwas bestätigen, dass mir das Interactable Nummer da ist? Ja, das ist ein Interactable. Achso, ist das der Class Defaults? Oder? Das ist ein Interactable, genau. Dann wäre das ein Interactable. Genau, weil dann der hat nur den alten Stand, wo noch keine Funktion war. Falls das Interface, falls er die Funktion nicht hat, sagt, schaut mal in Interactable rein. Da könnt ihr auf Compile drucken, falls ihr es nicht gedruckt habt, weil es kann sein, dass er quasi nur mit der Version ohne den neuen Event quasi drinnen arbeitet. Genau. Aufs Interface?
Soll ich dann einfach mal schauen, ob alles kompiliert ist. Genau. Und sonst, wie gesagt, bei dem kleinen Pfeil oben könnt ihr Save am Compiler erstellen, dann könnt ihr die ganze Zeit mit Ctrl-S quasi automatisch kompilieren. Genau. Jetzt haben wir das da. Jetzt wollen wir bei unserer Lampe wollen wir das Toggle aufrufen. Wollen wir mit diesem Switch interagieren. Es schaut jetzt so aus. Genau, wir können da unten die Variable, die wir angelegt haben, mit der Referenz zu unserer Lampe, können wir da rausziehen. Wenn ihr das Drag and Drop, stellt ihr euch die Frage, ob ihr einen Getter haben wollt oder einen Setter. In dem Fall wollen wir einen Getter haben. Es könnt ihr mit Halten von Control und von Alt, wenn man Control hält, kriegt man gleich einen Getter. Wenn man Alt hält während dem Drag, kriegt man gleich einen Setter. Aber momentan brauchen wir einen Getter. Und auf der Lampe können wir wieder Toggle Lamp aufrufen. Genau. Genau. Wir holen sie quasi die Referenz und rufen auf der Referenz das Toggle Lamp auf. Genau. Dann schauen wir mal in unseren FPS-Charakter rein. Jetzt können wir ihm sagen, der Vorteil von so Interfaces, was ganz cool ist, wenn wir jetzt den Actor da haben, können wir da ausziehen und Interact schreiben und dann schlägt er uns davor Interact Message. Und das ist was, die Funktionen, die man erstellt mit Interfaces, die kann man immer auf alles aufrufen. Wenn jetzt der Actor, den wir treffen, das Interact implementiert, dann wird das auf dem aufgerufen. Wenn der das nicht implementiert, dann passiert einfach nichts. Das heißt, wenn wir jetzt die Funktion da so aufrufen und wir interagieren mit dem Lichtschalter, dann passiert was. Und wenn wir aber auf irgendwas anderes treffen, das das nicht implementiert, dann passiert einfach nichts. Ne? Genau. Bin gerade eben im FPS-Charakter. Ich habe das da austauscht. Genau. Wenn wir jetzt schauen wir mal, das Spiel starten. So. Jetzt können wir ihn wieder schauen. Wenn wir da mit Sachen interagieren, da fällt uns als erster auf, erst einmal ist er ein bisschen weit unten zum Treffen. Bin ich krass. So. Das ist auch ein richtig gescheiter. So, da. Schauen wir mal. So, wenn wir jetzt mit was interagieren und Sachen drücken, dann merkt man schon mal, der Debug-Streu, was uns da geändert wird, der geht da anscheinend durch, weil wenn wir da zu den Lampen hergängen, man merkt immer, dass man was trifft, wenn man da so ein Viereck einzeichnet, dass er irgendeine Collision hat. Und da merkt man schon mal, wenn wir da dagegen schießen, geht das anscheinend durch.
Das heißt, der Switch hat anscheinend keinen Collider drauf. Jetzt können wir generell, wenn wir jetzt wollen wir den Static Mesh von dem Switch haben. Das heißt, wir können entweder den Blueprint drüben oder wir können auch da den Blueprint auswählen und auf Static Mesh klicken. Dann sehen wir dort unten den Switch quasi. Wenn wir da auf die Lupe drücken, dann geht er automatisch im Content Browser dorthin, wo der Switch liegt. Ja, sonst. Das geht so auch, wenn es da im Blueprint darüber einen Satz, könnt ihr es auch machen, oder beim Switch. Genau. Genau. Switch, Static Mesh, dann da, oder? Da. Genau. Es gibt dafür Keybinding mit Ctrl-B, kann man immer das selektierte Objekt quasi im Content-Browser anschauen. Zum Beispiel, wenn ich da den Switch habe, dann wählt er mal den Blueprint aus. Da drüber ist er nur ein Static Mesh. Wenn ich da Ctrl-B drücke, wählt er mal auch den Static Mesh aus. Es gibt so mehrere Varianten, wie wir das machen können. Wir können da entweder einen Collider drüber haben. Wenn wir auf den Static Mesh da doppelklicken und dann aufmachen, können wir sehen wir da grundsätzlich einmal den Mesh, man sieht oben ein paar Stats mit den Triangles, Vertices und so weiter. Da kann man dann auch die ganzen verschiedenen Loads und so weiter machen, falls man das haben will. Aber für uns ist in unserem Fall eigentlich nur wichtig, wir wollen da einen Collider haben, und wenn wir dort oben Collision, Simple Collision anhackert, dann merkt man schon mal, da ändert sich nichts. Da zeigt normalerweise, warte, ich kann da geschwind. So, wenn wir eine Collision haben, sollte die normalerweise auch sagen, wenn wir da dumm an das Hackerl anhackern. Ja. Aber bei uns zeigt er das nicht an. Ja. Und wir wollen Collision haben. Jetzt kann man da oben unter dem Collision-Reiter kann man verschiedene Collisions erzeugen lassen. Es gibt einfache von Sphere, Box und so weiter, zu auch, wo er da aus einem Objekt quasi was zusammenbaut, ein Collider. In unserem Fall reicht es, wenn wir einfach einen Box-Collision nehmen. Das reicht uns schon. Genau. Und wenn wir das dann eben haben und das Level wieder starten und mit dem Lichtschalter interagieren, merkt man schon mal, wir werden da vom, die Vierke quasi vom Hit kriegen. Und bestenfalls geht das Lichtschein an das. Ja. Genau. Und momentan haben wir ja das Interface nicht auf ein Objekt drauf, jetzt zählt es sich noch nicht so wirklich aus. Wir können das Interface auch auf unsere Lampen dazu drauf da. Haben wir da jetzt bei Class Settings bei der Lampe auch das Interactable drauf dann. Dann kriegen wir wiederum das Event oder dazu. Und jetzt können wir in unserer Lampe auch das Toggle Lamp aufrufen. Toggle Lamp aufrufen. Genau. So. Ich habe bei der Lampe unter Class Settings wieder das Interface dazugefügt und das Interface implementiert. Da rufen wir jetzt die Funktion auf uns selber auf. Quasi, wir sind ja in der Lampe drinnen, jetzt können wir einfach Toggle Lamp aufrufen. Und das Target quasi gibt an, auf welchem Objekt man das aufruft, und wenn nichts connected ist zu dem Target, nimmt er automatisch die Self-Reference, was quasi wie this ist, in einer C-Sharp oder Java oder sonst was. Genau. Und wenn wir jetzt eben wieder einspringen in den Editor, können wir eben zu Lampen hingehen und auch zum Switch gehen und interagieren, und wir können zu Lampen hingehen und interagieren. Und es braucht im Endeffekt unser Player-Character nichts davon wissen,
von dem Objekt, mit dem er interagiert. Er sagt einfach nur interact, und wenn er was trifft, ist, was damit anfangen kann, dann passiert was. Okay. Bestenfalls ziehst du die Nodes immer von den vorigen Pins unten weg, weil dann habt ihr eine gescheitere Vervollständigung. Wenn es da unten weg zieht und nach was sucht, dann sind die Vorschläge da besser, als wenn es von da oben weg zieht, weil er da quasi alles liefert, was er irgendwie denkt, dass schlau sein kann. Und unten hat er halt schon die Information, dass er nur Sachen liefert, die relevant für einen Actor sind in dem Fall. Das macht Suchen um einiges leichter. Genau. So, jetzt schauen wir uns noch an. Wir haben quasi in unserem Switch eine Variable. Das ist die Lamp-Variable. Jetzt möchten wir aber gerne mehrere Lampen an unseren Switch dranhängen. Wenn wir da die Lampe auswählen, dann können wir da bei der Variable auf den kleinen Punkt draufdrücken. Dann kommt da so ein Kontextmenü und da kann man dann den Typ nur zusätzlich spezifizieren. Man kann quasi sagen, okay, das ist ein Array von irgendwas oder ein Set oder ein Map. In unserem Fall wollen wir ein Array haben, weil wir mehrere Lampen drinnen speichern wollen und kann nicht die extra Sachen von Set und Map brauchen. Das heißt, wenn wir die Lampe in unserem Switch auf ein Array umändern, dann fragt er uns da, okay, change Variable, weil üblicherweise bricht es Sachen, weil jetzt haben wir eben da ein Array und keine einfache Referenz. Zusätzlich macht er uns da ein neues Fenster auf mit feinen Blueprints, wo er quasi schaut, wo ist das überall verwendet worden, wo ist wahrscheinlich irgendwo was gebrochen worden. Soll ich da schon nochmal die nebeneinander? Das Find Blueprints da ist eben, wenn man da drauf drückt, sieht man da eben alle Referenzen, wir haben in dem Fall nicht eine und die ist auch kaputt, weil jetzt haben wir da keine einzelne Lampen mehr, sondern eben mehrere. Wenn wir eben da wieder kompilieren, so, jetzt schauen wir mal, was hängt da. Ein Genuss. Ich finde da hin und wieder nicht so gut, wenn man so Sachen macht. So, er startet zum Glück beim zweiten Mal einiges schneller als beim ersten Mal. Und er schlägt dann auch vor, dass man die Sachen wieder aufmachen kann. Ich weiß nicht, ob das neu ist, weil das ist normalerweise. Kann sein, dass er bei euch auch crasht, aber
Genau. Haben wir da jetzt neu kompiliert, so. Jetzt passt es. So. Jetzt haben wir eben da Array. Und das funktioniert eigentlich genau gleich wie in die anderen Programmiersprachen, dass man jetzt sagen kann, okay, man kann entweder mit einem For drüber gehen und sagen, man holt sich die, wenn man da get sagt, dann kann man sich quasi an irgendeinen Index das Item holen, oder man kann auch ganz einfach for each quasi aufrufen, dann geht er über jedes Array-Element drüber und macht irgendwas. Und das da, der Node da, der gibt dann quasi wieder die einzelnen Lamps raus, das heißt, wenn wir da zwei Lampen drinnen haben, ruft er den Loop-Body zweimal auf und da ist dann die Referenz zu der Lampe. Wie man sieht, ist da jetzt der Array draus geworden. Und wenn wir dann in unser Label umgehen, so. Wenn wir da in unser Label umgehen und da den Shutter anklicken, können wir da eben auf das Plus drucken und dann können wir da mehrere Array-Slots einfügen. Und da können wir jetzt wieder eine Lampe auswählen. Und wenn wir da jetzt unsere Lampe duplizieren, entweder mit Ctrl-C und V quasi kopieren, oder mit Ctrl-W kann man es auch noch duplizieren. Dann haben wir da drei Lampen. Dann gehen wir da zum Switcher, haben da drei Elemente und wir können da alle drei Lampen einfügen. Und wenn wir da jetzt auf interagiert, da sind wir daheim, dann schalten sie alle drei Lampen ein. Na, geh. Ohne. So, genau. Genau. Das war ein Array. Kannst du ganz kurz sagen, ist das Array nochmal gemacht? Ja, sicher. So, da. Machen wir das da nochmal auf. Hoppala. So. Die ganzen Fenster da. So, im Switch. Wir haben vorher da im Switch ja eine Lampe drinnen gehabt. Also eine Variable mit Lampe. Und wenn man da drauf drückt, auf das Kügelchen ist das bei euch noch, kann man auswählen, ob das eine einzelne Variable ist, Array, Set oder Map. Und wir wollen eben da ein Array haben. Kann da vielleicht nochmal bei euch, schaut das gerade so aus, dass ihr da eine Lampe habt mit dem Lamp Reference. Genau, und da müsst ihr das umändern auf Away. Genau. So, ja, okay, das ist vielleicht nicht gut schon ein bisschen. Achso, nein. Okay, die Kamera ist das Problem. So. Szene 2. So, jetzt auch. Jawohl. So, da haben wir einen Dropdown, wo man auswählen kann, dass es mir eine Variable zu einem Away macht. Wenn man die Lampe unten links auswählt, also man kann es da auswählen, unten, und dann oben den Typ umstellen, dass es nicht nur einen einzelnen Wert drinnen hat, sondern ein Array. Das ist da, hat er beim Refactoren, glaube ich, weiß ich nicht, sie haben irgendeinen So, was? Ich glaube, um 1 ist Pause, oder? Habe ich da so ein. So. Die Viewerzahl hat sich in Grenzen.
für schauen wir mal. Genau. Ja gut, das war's einmal mit dem Vormittagsstream. Geht um zwei wieder weiter. Genau. Stream.